Simex hatte ein Video hochgeladen, dass seine Freundin fremdgegangen ist und so weiter und so fort. Die hat sich mit einem Spanier getroffen. Und jetzt gibt's ein neues Video. Wir sind wieder zusammen. Punkt, 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 Fragezeichen. Ja, schauen wir mal rein. Let's go. Als mein 40-jähriges Ich das in 20 Jahren sehen sollte, oh Mann, Alter, was war bloß los mit dir? Auf jeden Fall will ich heute mit euch über mein letztes Video reden, paar Sachen klarstellen, bevor die Kommentare jetzt damit voll sind. Ja, ich bin gerade nicht in Spanien, ich bin auch nicht in Deutschland. Ihr könnt gerne in den Kommentaren raten, wo ich bin. Sieht ein bisschen aus, also die Sache ist, er sagt jetzt nicht in Spanien, er ist nicht in Deutschland, also auf den ersten Blick, entweder ist es halt, es sieht ein bisschen aus wie so Bali oder Thailand oder so, aber ich glaube nicht, dass er jetzt spontan irgendwie nach Südostasien geflogen ist in Corona-Zeiten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ist halt stressig, ne? So lange Reisen und mit Maske ist halt auch anstrengend, ne? Ist das aber nicht das Thema, denn zu meinem letzten Video, wo einfach die Tatsache offen steht, dass mir meine Ex-Freundin Ellie, mit der ich sehr viele Videos hochgeladen habe, fremdgegangen ist, muss ich sehr, sehr viele Sachen nennen, sehr, sehr viele Missverständnisse klären und sehr, sehr viele Fragen beantworten, denn es ist jetzt auch wieder eine Woche vergangen und die meisten werden jetzt sagen, hey, wenn du sie jetzt verteidigst oder irgendetwas sagst, was gut für sie spricht, verlierst du erstens deine Glaubwürdigkeit, zweitens... Naja, die Sache ist, ich glaube nicht, dass D-Max noch weiter an Glaubwürdigkeit verlieren kann. Also no front. Ich habe ja auch, als er das Video hochgeladen hat, dass seine Freundin fremdgegangen ist, habe ich mir auch echt... Ich habe schon gesagt, dass ich die Sachen, die D-Max so hochgeladen hat, nicht so nice finde. Feiere ich nicht, ne? Aber ich hate den Jungen nicht. Ich habe aber nicht der Meinung, dass D-Max noch wirklich Glaubwürdigkeit hat. Ich habe trotzdem gesagt, es tut mir mega leid so, weil Fremdgehen ist echt scheiße so, tut mir leid für ihn. Ich habe mir auch schon gedacht, dass die wieder zusammenkommen, dachte ich mir in dem Video schon, einfach weil, ich erzähle gleich was dazu. So, du bist naiv und dumm, dass du wieder zu ihr zurückgehst oder sonstiges oder dass du sie gut sprichst, aber im Endeffekt, ich kenne Ellie besser als jeder einzelne von euch. Wir verbringen seit einem halben Jahr jeden Tag zusammen. Ich merke, wenn sie lügt. Ich merke, wenn etwas ist. Wir kennen uns einfach auswendig. Wisst ihr, wie ich meine? Wir haben einfach so eine krasse Bindung und so eine krasse Liebe zueinander, dass wenn es zu Hass kommt, natürlich sagen die meisten, wenn Hass der Liebe überwiegt und man solche Sachen macht, dann kann da nicht viel Liebe gewesen sein. Aber im Endeffekt will ich euch einfach so viel heute erzählen und ich hoffe, ihr geht da nicht mit voreingenommener Meinung rein. Nö, also voreingenommene Meinung habe ich nicht. Wie gesagt, ich bin da, ich versuche das ganz neutral zu sehen, auch wenn ich jetzt nicht der Meinung bin, dass D-Max, ich sag mal, in der Vergangenheit die positiven Dinge getan hat, habe ich trotzdem nichts persönlich gegen ihn als Mensch so. Also, es tut mir auch leid, dass der da, dass die Freundin fremdgegangen ist. Die Sache ist, es ist nie schön, sowas. Wünsche ich keinem. So. Nein. Und zunächst muss ich auch sagen, dass es ein sehr, sehr großer Fehler von mir war, das öffentlich zu posten. Da kann ich ihm auf jeden Fall zu 100% zustimmen. Ich kann Simex nicht bei vielen Dingen zu 100% zustimmen, aber da kann ich Simex zu 100% zustimmen. Und das kann ich auch nur jedem anderen Influencer, YouTuber, Streamer oder auch einfach nicht Person der Öffentlichkeit, kann ich nur empfehlen, wenn ihr eine Beziehung führt, egal ob Junge oder Mädchen oder whatever, und ihr das irgendwie, nachdem ihr Streit habt, direkt öffentlich irgendwas postet, sei es jetzt, wenn ihr Streamer oder YouTuber seid oder sei es jetzt auch Privatperson irgendwo auf Social Media, es ist einfach so etwas, da müsst ihr euch selber, manchmal, man ist emotional und man ist auch aufgewühlt und ich kann auch verstehen, dass D-Max da direkt ein Video hochgeladen hat, weil er ist noch jung, er ist noch, sagen wir mal nichts dazu. Aber das bringt nur mehr Probleme, weil erstmal zieht ihr damit Privatsachen komplett in die Öffentlichkeit, ihr schadet euch damit im Endeffekt selber und wenn ihr der Beziehung noch eine zweite Chance gebt, habt ihr halt 1000 Leute, die euch dann immer wieder sagen, ja, aber sie ist ja fremdgegangen, ja, aber sie ist fremdgegangen und sowas. Und manche Dinge, wenn man wirklich versucht, an einer Beziehung trotz sowas zu arbeiten, sollte man vielleicht erstmal für sich behalten. Also, auch wenn Simex jetzt mit seiner Freundin wieder zusammenkommt, ich kann euch sagen, noch in 5 Jahren wird Simex Freundin immer den Stempel haben, die fremdgegangen ist. Den wird sie auch nicht mehr loswerden, weil diesen Stempel hat sie jetzt drauf. Und wenn man über Simex Freundin nachdenkt, wird man jetzt immer als allererstes immer denken, ah ja,
Ja, die, die fremdgegangen ist. Ah ja, die, die mit Simex fremdgegangen ist. Ja, die fremdgegangen ist, ja. So, und das ist seine Schuld, dass sie diesen Stempel hat, weil er es direkt in die Öffentlichkeit gezogen hat. Muss man einfach so sagen. Besser wär's, wenn sowas erstmal privat geklärt wird, ne? Weil jetzt hat er natürlich das in die Öffentlichkeit gezogen und jetzt sind die Leute werden es auch da nicht, die Leute werden es auch nicht vergessen, ne? Sehr gerne, JB, Kuss. Egal, was passiert ist, egal, ob mich Ellie überall blockiert hat, nachdem ich sie mit dem Typen in der Wohnung kochen gesehen habe, so, egal, ob sie nicht mit mir darüber geredet hat, es war einfach nicht richtig, darüber ein Video zu posten. Christina, ganz liebe Grüße. Küsse. Christina, ganz liebe Grüße. Und da kommen wir zur ersten Frage. Wie bin ich überhaupt an dieses Bild und an dieses Videomaterial gekommen, wo der Typ bei ihr war? Ihr müsst euch vorstellen, diese Kamera, mit der ich gerade aufnehme, habe ich Ellie, nachdem wir uns getrennt haben, beziehungsweise, ja, nachdem wir uns getrennt haben. So, wir haben jetzt nochmal darüber geredet. Es war keine Beziehungspause. Wir haben uns endgültig getrennt. Natürlich wurde von beiden Seiten aus Hoffnung gemacht. Und natürlich wussten wir werden wieder zusammenkommen, weil wir einfach füreinander bestimmt sind. Ja, die Sache ist, ich weiß genau, in was für einer Phase Simex gerade ist. Und ich glaube, es können auch viele nachvollziehen. Simex ist gerade in einer sehr schwierigen persönlichen Phase und auch wahrscheinlich seine Freundin. Denn die hatten extrem viel Streit. Und haben sich getrennt oder haben erstmal gesagt, verpiss dich oder Beziehungspause oder keine Ahnung. Was die am Anfang gesagt haben, spielt da keine Rolle. Jetzt im Nachhinein sagen die haben sich getrennt. Aber jetzt pass auf, jetzt kommt Folgendes. Ja? Jetzt kommt Folgendes. Jetzt hat die Freundin von ihm sich mit einem anderen Typen getroffen, mit ihm gekocht, mit ihm Zeit verbracht, irgend so ein Spanier, keine Ahnung. Ne? Und vielleicht auch mit ihm noch mehr gehabt, weiß man nicht. Ne? Weiß nur Ellie, sonst weiß es ja keiner. Im Nachhinein merkt Ellie jetzt vielleicht, oh, mit Simex war vielleicht doch besser. Und Simex, auch traurig, oh, mit Ellie war doch vielleicht eine gute Zeit. Komm, lass nochmal probieren. Und um jetzt diese ganzen Probleme, die passiert sind, das Fremdgehen, das mit anderen Typen abhängen und chillen, kochen in der Wohnung, die Simex zur Miete bezahlt, also überlegt euch mal, erstmal krank, oder? Also Simex bezahlt seiner Freundin eine Wohnung zur Miete und sie trifft sich in dieser Wohnung mit einem anderen Typen. Um es im Nachhinein aber jetzt positiv darzustellen oder um es im Nachhinein jetzt gut zu reden, sagen die jetzt, ja, das war ja gar kein Fremdgehen. Wir haben uns ja getrennt. Dass ich einen Tag später mit einem anderen Typen in der Wohnung bin, das ist ja egal, wir haben uns ja getrennt. So, das heißt, diese ganzen Dinge, die jetzt im Nachhinein passieren, damit versuchen beide irgendwie, das, was passiert ist, ungeschehen zu machen. Aber das funktioniert leider so nicht. Denn das, was passiert ist, das kann man nicht ungeschehen machen. Und das wissen beide auch, Simex und auch Ellie, ihr wisst das. In eurem Herzen wisst ihr das. Und es tut verdammt weh. Simex wird das auch nicht vergessen, was da passiert ist. Auch wenn er jetzt vielleicht sagt, ja, ich kann das nochmal verzeihen, wir kommen wieder zusammen, es war toll und so. Das wird immer wie ein Schatten über der Beziehung hängen, bis die so erwachsen sind, dass sie es halt vernünftig verarbeiten können. Schwierig. Es gibt Beziehungen, wo ein Partner fremdgegangen ist und die es nochmal probieren und das funktioniert. Ich will überhaupt nicht sagen, dass es sowas gar nicht gibt, aber es ist verdammt schwierig. Weil ich sage euch eine Sache, mit einer der schlimmsten Dinge in der Beziehung ist Fremdgehen. Es gibt bestimmt positive Fälle von einer Beziehung, wo irgendjemand fremdgegangen ist und die dann gemerkt haben, oh, was haben wir für eine Scheiße gemacht und so. Und ich will überhaupt keinen in die Beziehung reinreden. Jeder soll machen, was ihn glücklich macht. Aber sowas vergisst ein Mensch nicht. Und das tut verdammt weh. Das wird auch viele Jahre noch sehr wehtun. Das wird viele Jahre noch sehr traurig sein. Und als ich meine erste große Liebe hatte, so mit 18, 17, 18, wo ich so dachte, ja, das ist die Frau fürs Leben, mit der werde ich auch mal Kinder kriegen und ein Haus und so, ja, wie man halt so naiv denkt. Die Freundin damals ist mir fremdgegangen. Die hat auf so einer Party, war die betrunken, hat so einen Typen geknutscht und es hat mir so das Herz zersplittert, obwohl ich sie geliebt habe, ich konnte ihr nicht mehr vertrauen und ich konnte auch nicht mehr mit ihr zusammen sein, mit der Person, weil dieses Vertrauen komplett verspielt war. Und Respekt an Leute, die das können, also auch Respekt an Simex, dass er mit seiner Freundin wieder jetzt zusammen chillen kann und so, auch wenn die fremdgegangen ist. Ey, Respekt, dass man, also das erfordert auch sehr viel Größe, über sowas hinwegzuschauen. Aber das wird er nicht einfach, er wird es nicht spurlos an sich vorbeiziehen lassen, ja. Er wird es nicht spurlos vorbeiziehen lassen. Fabian, danke für die Info, Kuss. Und Denise,
Küsse gehen raus. Alicia, Happy Birthday. Haut mal Happy Birthday in den Chat. Also das wird noch lange im Schatten über ihrer Beziehung sein. Aber ich habe ihr gesagt, okay, nimm diese Kamera, nimm den Laptop, nimm damit Videos auf, dass du dir deine eigene Wohnung finanzieren kannst, weil sie auch nicht mehr im Haus mit mir wohnen wollte. Weil als wir uns gestritten haben, muss ich auch ehrlich zugeben, habe ich Worte zu ihr gesagt, die einen Menschen so sehr verletzen, Beleidigungen, die man nicht rückgängig machen kann. Und das tut mir auch vom tiefsten Herzen leid, darüber habe ich auch schon mit ihr geredet. Aber das sind alles Sachen, die man nicht rückgängig machen kann. Und wie gesagt, das wird auch das letzte Video sein, wo ich öffentlich über irgendwelche Probleme von mir rede, die meine Beziehung angehen. Und danach will ich auch nie wieder, dass irgendjemand etwas darüber sagt. Denn egal in welcher Beziehung, sei es ein Nader und eine Luisa, die streiten auch privat und die tragen das nicht in die Öffentlichkeit. Ja, vernünftig. Zeig mir mal eine Beziehung auf diesem Planeten, wo sich die beiden Beziehungspartner nie streiten. Also jetzt mal ernsthaft. Also Sabine und ich, wir streiten uns auch. Und ich kenne niemanden, der sich mit seiner Freundin, seinem Freund oder whatever nie streitet. Nie. Also irgendwelche Kleinigkeiten, Zickereien, auch wenn es nur was ist, wie bringen den Müll runter und dann gibt es irgendwie Streit oder so. Das gehört einfach dazu. Das ist etwas, was zwischenmenschlich ist. Das ist normal in einer Beziehung. Und es gibt in einer Beziehung auch Probleme. Und klar gibt es Beziehungen, wo die Leute vielleicht defensiver sind oder entspannter so. Aber nie Streit, nie Unstimmigkeiten, das gibt es in keiner Beziehung. Und dass Simex jetzt so ein Beispiel nimmt von irgendwelchen Freunden, dass die sich auch streiten, aber es nicht öffentlich machen, ja, Simex, das ist die Realität. In jeder Beziehung oder in 99% aller Beziehungen oder 95% aller Beziehungen gibt es Streitigkeiten. Und die werden nicht in die Öffentlichkeit gezogen. Das gehört einfach nicht in die Öffentlichkeit. Das ist normal. Ja. Also, ich habe in meinem Leben schon einige Beziehungen gehabt. In manchen Beziehungen gab es mehr Streit, in manchen weniger. Es kommt immer auf die Partnerin und so an, klar. Die schlimmste Beziehung war, habe ich mal erzählt, ich hatte mal so eine Stalkerin als Freundin. Das war noch, bevor ich YouTube gemacht habe. Die war immer, stand jeden Tag vor meiner Haustür und ich habe gesagt, ich kann nicht, ich muss für meine Prüfung lernen. Ja, aber du kannst mich jetzt nicht wegschicken. Nee, wir müssen jetzt reden und so. Das war ganz Horror. Die hat wirklich mir gar keinen Freiraum und sowas gelassen. Und auch wenn ich keine Zeit hatte, auch wenn ich arbeiten musste, gab es Streit dafür, dass ich keine Zeit hatte und so. Also ganz, ganz schlimm auf jeden Fall. Sehr, sehr stark unter Druck gesetzt hat die mich damals. Auf jeden Fall, es gab Beziehungen, da gab es mehr Streit. Es gab Beziehungen, da gab es weniger Streit. Das ist normal. Es kommt immer auf die Menschen an. Manchmal sind Menschen beide stur. Manchmal sind Menschen ein bisschen defensiver. Eine Seite nimmt dann vielleicht ein bisschen den Streit auch auf. Manchmal sind beide zickig. Manchmal so, manchmal so. Klar, es gibt immer mal mehr, mal weniger. Aber gar keine Streitigkeiten gibt es eigentlich nicht. Aber dass du es in die Öffentlichkeit gezogen hast, das ist ein Riesenfehler. Auch, dass du deiner Freundin den Kanal irgendwie gelöscht hast oder was auch immer. Ich weiß nicht, was da genau noch vorgefallen ist, aber solche Sachen, ne, was da jetzt vorgefallen ist. Oder selbst die Mutter von deiner Freundin hat sich ja gemeldet. Das gehört halt wirklich nicht in die Öffentlichkeit, ne? Also das gehört halt wirklich absolut nicht in die Öffentlichkeit. Und das war ein Riesenfehler von dir. Und egal, welche Beziehung. Jede Beziehung hat Probleme, jede Beziehung hat seine Bausteine, auf die man aufbauen muss. Und es war einfach. Deswegen hast du den Baseballschläger eigentlich, ja. Eigentlich habe ich den Baseballschläger wegen Sabine, weil, ihr wisst das, in jeder guten Beziehung gehört auch ein Baseballschläger dazu. Weil Sabine und ich gehen manchmal, um Probleme zu klären, nach draußen. Wir nehmen dann einen Baseball mit und einen Baseballschläger spielen wir einfach ein paar Bälle, werfen wir uns zu. So, Sabine macht dann so, zack. Und genau, so klären wir Probleme. Indem wir halt Sport machen. Logisch, oder? Was habt ihr jetzt gedacht? Auch nicht richtig. Egal wie sehr ich es versuche, schön zu reden, egal wie sehr ihr sagt, nee, sie hat das und das gemacht, es war einfach nicht richtig und so etwas gehört nicht in die Öffentlichkeit. Und jetzt möchte ich einfach euch die Sicht der Story erzählen mit Ellies Sicht. Falls ihr euch fragt, wieso Ellie gerade nicht im Video ist, Ellie ist gefühlt genauso depressiv wie ich, weil diese Trennung hat uns beide so sehr fertig gemacht. Es ist, wie gesagt, die schlimmste Zeit unseres Lebens. Und jeder, der schon mal Liebeskummer hatte oder eine Trennung durchmachen musste, weiß, wie wir uns fühlen. Und das wünsche ich einfach niemandem. Ich wünsche es nicht mal dem schlimmsten Feind von mir, dass er dieses Gefühl hat. Dem schlimmsten Feind von mir? In was für einer Welt lebt er eigentlich, dass er denkt, er hätte irgendwelche schlimmen Feinde so? In was für einem Film ist er eigentlich? Ja, meine schlimmsten Feinde. Dass er diese Leere in sich hat, weil er. Ja, aber da hat er recht. Also, Liebeskummer tut sehr weh.
psychische Schmerzen sind oft schlimmer als körperliche Schmerzen. Also, wenn ich mir das Bein breche oder den Arm breche oder sowas, ist ja schön und gut. Tut sehr weh, aber das ist etwas, das vergeht schneller, oft, als ein richtig tiefer seelischer Schmerz. Denkt, dass er die wichtigste Person aus seinem Leben verloren hat und man die Lebenslust einfach verliert. Wisst ihr, wie ich meine? Die letzte Woche, wo ich ohne Ellie war, ich habe einfach meine Lebenslust verloren. Ich wusste einfach nicht mehr, was der Sinn meines Lebens ist. Und es haben sich auch sehr, sehr viele Leute bei mir gemeldet und haben einfach versucht, mir zu helfen. Und dafür bin ich euch auch dankbar. Aber ich will nicht zu sehr vom Thema abschweifen. Kommen wir auf jeden Fall zu der Sicht von Ellie. Wie gesagt, sie will einfach nicht in YouTube-Videos sein, weil ihr die Kommentare so krass wehgetan haben. Und sie will nicht in YouTube-Videos sein, aber auf dem Thumbnail war sie auch drauf, oder nicht? Also sie will nicht in YouTube-Videos sein, aber aufs Thumbnail kommt sie dann mit drauf. Okay, alles klar. Das kann ich natürlich auch verstehen. So, ich würde nicht anders handeln an ihrer Stelle. Auf jeden Fall müsst ihr es euch so vorstellen. Ich habe euch ja erzählt, dass wir uns getrennt haben und wir dann für eine Woche ungefähr keinen Kontakt hatten, beziehungsweise für 4 Tage. Ich habe in der Zeit dieses Love of My Life Video hochgeladen. Ich habe zu ihr gesagt, es wäre das Beste, wenn wir in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten... Das ist ja auch schon irgendwie süß. Muss man schon sagen, ist ja auch irgendwie schon süß. Ne? Die haben jetzt ein halbes Jahr eine Beziehung geführt, ne? Sind ein halbes Jahr sind jetzt zusammen oder was? Keine Ahnung. Also er hat auf jeden Fall eben gesagt, seit einem halben Jahr kennt er die oder besser als jeder andere oder irgendwie sowas, ne? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Aber und sagt jetzt so, Liebe meines Lebens, ja, ist schon süß, dass man wirklich noch so in solchen Dingen denkt, sag ich mal. Keinen Kontakt haben und wir an uns arbeiten, beziehungsweise ich an mir arbeite, weil ich einfach wollte, dass diese Beziehung wieder klappt und weil ich auch irgendwo gehofft habe, dass es nach ein paar Tagen wieder so sein wird. Weil wenn wir uns immer gestritten haben, haben wir uns meistens nie länger als einen Tag gestritten. Nur das Hauptproblem in unserer Beziehung war, wir haben die Sachen nie zu 100% geklärt, darüber geredet. Ach so, nee, seit einem halben Jahr sieht er sie täglich, hat er gesagt, sagt gerade Michelle. Okay, seit einem halben Jahr sieht er sie täglich. Davor hat er sie nicht täglich gesehen, okay. Dass sie, ich weiß nicht, wie lange die jetzt genau zusammen sind. Manu, Kuss an euch beide. So zu 100% vom Tisch waren. Wisst ihr, wie ich meine? So, man hat alles in sich hineingefressen, weil Ellie ist so ein Mensch, sie frisst sehr viel in sich rein, ich auch, und irgendwann mal kocht das Fass über, dann kommt unser Temperament ins Spiel und dann redet ganz Deutschland darüber. Ein Jahr, schreibt der Chat, ein Jahr sind die jetzt insgesamt zusammen und seit einem halben Jahr wohnen die zusammen, okay. So, aber auf jeden Fall war es so, dass Ellie quasi auf sich allein gestellt war und dass ich ihr diese Kamera gegeben habe und gesagt habe, ey, du hast gerade 2000 Euro ungefähr auf dein Konto von den ganzen Videos, die du davor gemacht hast. Du hast hier den Laptop, mach Videos, ich werde an mir arbeiten, du an dir. Und das ist doch klar, ich habe das Haus, sie ist in einem Airbnb, wo sie bis zum 22. April raus muss und eine Wohnung finden muss. Wir sind nicht mehr zusammen, sie will nicht zurück ins Haus, kann ich natürlich komplett verstehen, vor allem nachdem wir uns so oft gestritten haben und ich sie auch beleidigt habe. Und kann ich natürlich verstehen, dass sie dann von einer Person, die sie beim Gassigehen mit Tado getroffen hat, also der Typ, so wollte ihr nur helfen. Im Endeffekt kam dann raus, dass er andere Intentionen hatte. Er hat andere Intentionen gehabt. Was hat er denn für Intentionen gehabt? Erzähl doch mal. Also, der Typ, den sie getroffen hat, den Spanier, mit dem sie halt dann fremdgegangen ist oder mit dem sie halt gekocht hat oder keine Ahnung, was mit ihm gemacht hat, ne? Weiß nur sie selbst. Der wollte ihr nur helfen. Ja, ist ja nett, oder? Ist ja ein netter Kerl, oder? Ehrenmann, kann man sagen. Ehrenmann. Aber dazu komme ich auch gleich nochmal. Okay, kommt ihr gleich noch zur Intention von dem anderen Typen. Aber im Endeffekt hat sie nur von diesem Typen die Hilfe angenommen. Ich bin nach 4 Tagen da. Ja, sie hat die Hilfe angenommen, zusammen mit ihm in der Wohnung zu kochen und so. Ja, hätte ich auch. Also, ich brauche Hilfe, ich kann nicht alleine kochen. Kannst du mit mir zusammen kochen? Mein Freund, mein Ex-Freund guckt durchs Fenster und macht Fotos von uns. Kannst du mit mir zusammen kochen? Ich brauche Hilfe hier in meinem Bett. Da ist Lattenrost ist durchgebrochen. Kannst du mir das reparieren? Kein Problem. Ich muss kurz Probe liegen. Ja, Spaß beiseite. Das ist letztendlich, was da passiert ist, weiß natürlich nur Ellie. War vorbeigestrahlt und... Ja, das Gute ist, dass Simex... Zum Glück ist Simex nicht so naiv. Das ist wichtig, ne? Ganz wichtige Sache an dieser Stelle. Wie gesagt, man kann es verstehen, dass ich so ausgerastet bin, aber es war nicht richtig, dass ich direkt den Teufel an die Wand gemalt habe, gesagt habe, dass... Teufel an der Wand hat er gemalt?
Auch auf dem Hemd hat er den Teufel angemalt. Sie mir fremdgegangen ist und sonstiges, aber es war auch nicht richtig von ihr, dass sie nicht direkt mit mir geredet hat und mich, also ich bin halt komplett ausgerastet. Tim, so, und aber es war halt auch nicht richtig von ihr, dass sie mit dem Typen dann weiterhin da geblieben ist und es nicht direkt mit mir geklärt hat oder mit mir geredet hat. Aber wie gesagt, ich kann es verstehen. Ich habe sie beleidigt und währenddessen, als ich sie mit dem Typen da gesehen habe, obwohl die nur gekocht haben, bin ich noch mehr an die Decke gegangen. Kann man aber, denke ich mal, nachvollziehen. Dafür muss ich mich jetzt nicht großartig rechtfertigen. Die meisten werden, glaube ich, noch mehr ausgerastet als ich. Und dann war es halt auf jeden Fall so, dass ich die Kamera und den Laptop mitgenommen habe, weil ich mir so dachte, ey, ich zahle nicht das Airbnb, wo du mit einem random Typen keine Ahnung was machst. Aber wie gesagt, es hat sich im Endeffekt rausgestellt. Hat sich rausgestellt. Dass nichts zwischen denen lief. Hat sich rausgestellt. Der Wal bei ihr hat gekocht, aber am Ende hat sich rausgestellt, da lief gar nichts. Also war einfach nur, der wollte nur helfen. Zum Glück hat sich das rausgestellt. Irre. Im Endeffekt weiß es nur Ellie, aber ich kenne Ellie und Ellie sagt mir immer die Wahrheit. Und wenn da was gewesen wäre, wir hatten so tiefgründige Gespräche, dann hätte sie es mir auch zugegeben, weil ich habe zu ihr gesagt, wir waren da nicht zusammen. Wenn du es mir offen und ehrlich jetzt sagst, so, dann passt es. Und wenn sie mich angelogen hat, dann muss sie es für sich ihr Leben lang mit einem schlechten Gewissen tragen. Und ich glaube, das will kein Mensch. Das will wirklich kein Mensch. Andere anlügen, um besser darzustellen? Also, das will wirklich kein Mensch. Hey, man lügt doch nicht einfach. Nee, hat die nicht gemacht. Denkst du mir, bei Among Us denke ich mir das auch immer. Bist du Imposter? Nee? Ja gut, dann glaube ich dir. Es lügt ja kein Mensch. Die Sache ist halt die, pass auf. Ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Er sagt jetzt Folgendes. So, dann passt es. Und wenn sie mich angelogen hat, dann muss sie es für sich ihr Leben lang mit einem schlechten Gewissen tragen. Und ich glaube, das will kein Mensch, vor allem wenn die Person dann auch noch so einsichtig ist und sagt, ich finde das nicht schlimm, weil wir waren nicht zusammen. Egal, wie sehr wir uns gegenseitig Hoffnung gemacht haben, du mir Hoffnung gemacht, dass ich dir so... Okay, also Ellie hat gesagt, da lief nichts. Was für einen Grund hat sie zu lügen? Einige. Und ich möchte jetzt überhaupt nicht den Teufel an die Wand malen, wie Z-Max das schon gesagt hat. Lenz, ich möchte jetzt auch überhaupt nicht gemein sein. Es könnte vielleicht ein bisschen gemein rüberkommen, aber ich bin einfach bei solchen Punkten leider ein Realist und nicht so naiv. Und ich sage euch mal Folgendes. Z-Max, Ellie hatte wegen deinem Video, was du gemacht hast, was schon der erste Fehler war, dein Video war schon der erste große Fehler, dass du sie in die Öffentlichkeit gezogen hast, hatte wegen deinem Video, und dann kam noch ein Meinungsvideo davon von KuchenTV, dann kam noch eine Meinung von allen möglichen Leuten, ne, Reaction und so weiter. Ellie hatte den Stempel meistgehasste Person auf YouTube Deutschland. Deine Ex-Freundin oder jetzt wieder Freundin hatte den Stempel meistgehasste Person. Wenn sie natürlich dir sagt, nein, es lief überhaupt nichts, vielleicht könnte sie dann ihren Ruf wieder ein bisschen verbessern. Sie hat also sehr gute Gründe zu lügen, denn wenn die Leute wissen, dass sie fremdgegangen ist, sie wird immer, wie ich schon eben am Anfang gesagt, sie wird immer diesen Stempel haben, Fremdgeherin, und das auch in der Öffentlichkeit. Natürlich wird sie da lügen. Also zeig mir einen Menschen, der da nicht lügt. Zeig mir einen Menschen, der da einfach sagt, ja, ich habe mit dem gebumst und ja, wir waren 4 Tage da, haben nur gebumst wie die Karnickel, die ganze Zeit in deiner Wohnung, die du bezahlst und ja. Ja, so war das. Zeig mir mal einen Menschen, der das zugibt. In so einer schwierigen Phase, wo sie auch wieder möchte, dass ihr zusammenkommt. Weil du natürlich das Geld reinbringst. Also, jetzt mal kurz Real Talk. Zeig mir mal einen Menschen, der da ehrlich ist. Die trifft sich mit 4 Tage mit irgendeinem random Spanier und dann sagt die dir, nee, da ist nichts gelaufen und so. Ja, gut, kann man glauben? Letztendlich weiß es nur Ellie selbst, ne? Aber wir können ja Ellies Mutter fragen, die weiß alles. Und natürlich kann man trotzdem weiterhin den Teufel an die Wand malen und sagen, doch, da lief es 100% was. Markus. Aber im Endeffekt weiß es nur Ellie, im Endeffekt kenne ich sie am besten. Und im Endeffekt sagt mir auch mein Gefühl, dass Ellie zu so etwas nicht in der Lage wäre. Auf jeden Fall habe ich dann die Kamera mitgenommen, habe die ganze Nacht nicht geschlafen, habe mir... Also Ellie ist für sowas nicht in der Lage. Wie bist du noch mit deiner Freundin nochmal zusammengekommen? Wie ist nochmal Simon mit deiner Freundin zusammengekommen? Wie war das nochmal? Irgendwie, der hat die irgendwie im Zug getroffen und ist direkt mit ihm zusammengekommen oder so? Oder sie ist direkt mit ihm nach Hause gekommen oder so? Wie lange kannten die sich, bevor die zusammengekommen sind?
Das ist auch irgendwie sauschnell gegangen bei denen, oder? Also irgendwie, die hatten doch so, die sind auch übelst sauschnell zusammengekommen. Und jetzt sagt er, die wären nicht in der Lage, oder über Insta oder so, genau, die über Insta haben dich kennengelernt und nach 30 Minuten ist sie hinzugestiegen. Irgendwie hat er auch, das hat er auch selber erzählt, oder? Jetzt D-Max, jetzt denk doch mal an deine eigenen Worte. Du hast damals ein Video gemacht, dass du gesagt hast, du hast deine Freundin über Insta kennengelernt und die ist nach 30 Minuten oder so in den Zug gestiegen. Ja? Simex, Freundin, zusammengekommen. So. Wer würde eher mit Freundin? Simex erzählt die Wahrheit über Ex-Freundin. Mädchen in Fortnite getroffen und das passierte. Ja, keine Ahnung, ich finde es jetzt nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, es war irgendwie so, dass mal das erzählt hat, ja, die haben sich getroffen über Instagram und dann nach 30 Minuten ist sie hinzugestiegen. Und du sagst, diese Person, die nach 30 Minuten hinzugestiegen ist, um nicht zu dir zu fahren, die würde nach 4 Tagen mit einem random Spanier nicht irgendwas, also ich will dir nichts unterstellen, aber, also, sie hat auf jeden Fall gute Gründe zu lügen, sage ich nur so. Sie hat auf jeden Fall gute Gründe zu lügen. Ich will überhaupt nichts unterstellen, also, ich wünsche euch, ehrlich, von Herzen, ich wünsche euch das Beste für eure Zukunft. Wirklich. Und das meine ich ernst. Ich hoffe, dass ihr beide die Kurve kriegt. Ich hoffe, dass Ellie und du jetzt raffen, wenn ihr euch wirklich liebt, dass ihr auch füreinander da sein solltet und euch supporten solltet. Aber das, was ihr gemacht habt, das war das Gegenteil. Ihr habt gegeneinander gekämpft. Du hast Ellie beleidigt wie Sau. Sie ist mit einem anderen Typen da kochen gewesen in deiner Wohnung, die du bezahlt hast, und hat mit ihm 4 Tage gechillt oder whatever. Also, was da abgelaufen ist, war nicht schön. Und wenn ihr wirklich jetzt irgendwie euch liebt und zusammen sein wollt, dann solltet ihr jetzt euch wirklich mal raffen und solltet füreinander da sein. Denn das, was da abgelaufen ist, auch wie es in die Öffentlichkeit gezogen wurde, das war einfach nur schwach. Und ja, ich hoffe, dass ihr das alles in den Griff bekommt. Ja, ich hoffe einfach, dass das alles sich zum Guten wendet. Ja, aber so wie es gelaufen ist, schwierig. Und sie hat auf jeden Fall gute Gründe zu lügen, sage ich nur, wie es ist, ne? Dann die Bilder und Videos auf der Kamera reingezogen, weil ich mir das gedacht habe und habe dann diese Bilder da gefunden. Und das war dann der Punkt, wo ich richtig emotional wurde und dieses Video aufgenommen habe. Dann am nächsten Tag hat mich Ellie angerufen, dass sie ihre kompletten Sachen abholen kommen will. Ich habe zu ihr gesagt, okay, kannst du machen. Hat sie dann auch gemacht. Im Endeffekt hat sie einfach nur Hilfe gebraucht und... Sepp, Kuss. Ich war da, also natürlich meldet sie sich dann nicht bei mir, wenn ich sie beleidige und wir uns zerstreiten. Natürlich ist es nicht korrekt, dass sie mir dann nicht Bescheid sagt, dass sie mit einem anderen Typen ist. Aber ja, es war einfach eine Aufeinanderreihung von Fehlern. Ich will euch einfach nur jetzt nochmal sagen, und ich werde auch Ellie gleich holen und vielleicht will sie nochmal selber was dazu sagen. Aber ich... Hä? Hat sie eben gesagt, Ellie möchte nicht mehr in den Videos sein, weil die Kommentare so fies waren? Muss ich auch sagen, wirklich, die Kommentare waren wirklich fies gegenüber Ellie. Und das muss auch wirklich nicht sein, ne? Also seid bitte immer respektvoll, ne? Schreibt bitte nicht irgendwelche bösen Sachen und so, das ist ja ganz klar. Die Kommentare gegenüber Ellie waren echt fies. Aber hat sie ja nicht gerade gesagt, die möchte nicht mehr in den Videos sein, weil die Kommentare so böse sind? Es kommt doch in den Videos? Okay. Ich kann euch sagen, dass Ellie die Liebe meines Lebens ist und dass ich immer noch vorhabe, dieses Girl zu heiraten. Und allein schon Beweis genug dafür ist, dass sie sich einfach ein Tattoo von meinem Gesicht machen will. Und ich immer noch das von ihrem. Okay, auf das Tattoo bin ich gespannt. Also wenn Ellie sich ein Tattoo von seinem Gesicht macht und er sich ein Tattoo von ihrem Gesicht macht, Digga, da bin ich aber sehr auf das Video, wenn das Video dazu gibt, bin ich sehr gespannt drauf. Simex, einen Ratschlag kann ich dir geben. Lass sie zuerst das Tattoo machen und dann mach du als nächstes. Wenn du zuerst Tattoo machst, ganz gefährlich. Spaß, das ist nur Spaß, ne? Und sie kommt jetzt auch gerade, also das war nicht abgesprochen und sie kann ja selber jetzt was dazu sagen. Also ich habe jetzt grob alles erzählt, willst du selber noch was dazu sagen? Das Einzige, was ich dazu sagen will, ist, kein Girl braucht ihn mehr zu schreiben, er braucht nicht von euch getröstet werden. That's my boy. Und wo wart ihr damals, als er Shitstorm bekommen hat? Wo wart ihr damals? Jetzt auf einmal seid ihr so, oh ja, du Armer, soll ich dich trösten? Oh mein Gott, soll ich dich in Spanien besuchen kommen? Allein meine ex-beste Freundin, der ich angeboten habe.
What the fuck? Auf einmal dreht das Video sich um 180 Grad. Erst war es so ein trauriges Video. Simex redet so über seine Gefühle. Auf einmal kommt die so rein. Ja, ihr ganzen Bitches, hört auf, Simex zu schreiben. Hört mal auf, ihm zu schreiben. Wo wart ihr denn damals, als er noch eine Freundin hatte? Wo wart ihr denn damals? Jetzt, wo er getrennt ist, jetzt meldet ihr euch. Ach so. Ja, macht ja Sinn. Hey, wo wart ihr denn? Hä? Junge, was geht denn da ab? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Hey, wenn du Probleme hast, du kannst nach Spanien kommen, ich bin für dich da. Sie schreibt mir, ja, sie weiß noch nicht, weil wir ein paar Probleme hatten. Auf einmal komplett anderer Film. Obwohl sie ihn damals so gehatet hat, obwohl sie damals gesagt hat, ich soll nicht mit ihm zusammenkommen und sowas. Sie wäre dazu bereit gewesen, obwohl sie einen Freund hat, zu ihm zu fahren für ein paar Tage auf seinen Nacken. Jetzt haben sie noch die Beziehung von der Freundin kaputt gemacht. Oh mein Gott! Habt ihr gerade gehört, was sie gerade gesagt hat? Ihre ehemalige beste Freundin hat gerade scheinbar einen Freund, die ist in einer Beziehung, und sie hat gerade öffentlich gemacht, dass diese Freundin zu ihm gefahren wäre, obwohl sie einen Freund hat. Das heißt, die haben gerade die nächste Beziehung kaputt gemacht. Digga, was ist denn das? Niki, der Kuss. Wäre dazu bereit gewesen, obwohl sie einen Freund hat, zu ihm zu fahren für ein paar Tage auf seinen Nacken. Deswegen, Leute, glaubt nicht alles, was im Internet ist. Manchmal passieren auch Sachen aus Emotionen und ja. Manchmal überwiegt der Hass, beziehungsweise man macht Sachen aus Liebe. Die aber eigentlich nicht passieren sollten. Ja, die so krank sind und... die so krank sind. Im Endeffekt haben wir beide sehr, sehr viele Fehler gemacht. Im Endeffekt ist sie mir nicht fremdgegangen. Hat sie nicht gemacht, sie ist nicht fremdgegangen. Ehre von ihr, dass sie es nicht gemacht hat. Ich habe mich einfach nur zu sehr reingesteigert und... Wenigstens hat er es jetzt eingesehen. Wenigstens hat Simex es eingesehen, dass sie gar nicht fremdgegangen ist, sondern dass er sich einfach nur zu sehr reingesteigert hat. Nachdem er sie erwischt hat, in flagranti mit dem anderen Typen aus Spanien, der mit ihr zusammen gekocht hat und dann auf der Kamera so Bilder von ihr und ihm gefunden hat, hat er sie erwischt, aber im Nachhinein hat er nur überreagiert, weil sie ist ja gar nicht fremdgegangen. Ja, stark. Stark. Agent EZ, Kusse. Ab. Simex natürlich. Klar, ist komplett deine Schuld gewesen. Apropos zu dem Thema, also ihre beste Freundin, da haben sie sich wirklich noch nie so... Warte mal kurz. Wollten die gerade noch was zu ihrer besten Freundin sagen und haben es rausgeschnitten? Und apropos zu dem Thema, also ihre beste Freundin, da haben sie sich wirklich noch nie so viele gehört. Ja, Thema ist rausgeschnitten zu ihrer besten Freundin. War dann doch zu privat fürs Video, okay. Als in meinem Leben bei mir gemeldet und allein schon die Tatsache, dass ich, obwohl ich jetzt so gut dastehe und obwohl... Wie, er steht gut da? Digga, Simex, nur weil deine Freundin eventuell fremdgegangen ist oder vielleicht auch nicht, stehst du doch jetzt nicht besser da. Die Leute hatten Mitleid mit dir. Natürlich tut es den Leuten leid, dass deine Freundin fremdgegangen ist, was sie vielleicht ja nicht gemacht hat, vielleicht ja nicht, vielleicht ja, ja. Natürlich haben die Leute Mitleid, aber du stehst doch nicht plötzlich gut da. Wo stehst du auf einmal gut da? Du denkst, weil die Leute jetzt gerade Mitleid mit dir haben, du verwechselst jetzt gerade eine wichtige Sache, Simex. Du verwechselst, dass die Leute Menschlichkeit zeigen, Mitleid mit dir haben, verwechselst du jetzt damit, dass du bei Leuten gut dastehst. Das darfst du nicht verwechseln, Simex. Denn die Leute wissen trotzdem noch, was für eine Scheiße du abgezogen hast. What the fuck? Sarah, Kuss. Oh mein Gott. Sarah, spät Kuss. Obwohl und so viel Geld mit diesem Video verdient hast. Oh ja, und obwohl ich da so viel Aufmerksamkeit mitnehme. Ali, natürlich direkt das Geldthema ansprechen. Ja, du hast so viel Geld mit dem Video verdient. Deswegen bin ich auch jetzt wieder da. Spaß. Natürlich, also Spaß, Leute. Also ein kleiner Spaß am Rande. Könnte und das Thema so ausschlachten könnte, das Video hatte nach 12 Stunden 400.000 Aufrufe. Ja. So, das ist geisteskrank gewesen. Er hätte es ausnutzen können und hätte sagen und hätte weiter irgendwelche Sachen. Hätte er machen können. Aber dann hat sich deine Mutter gemeldet bei ihm und hat ihm gesagt, Simex, lösch das Video jetzt sofort, sonst tanze ich in meinen Videos. Cha-cha-cha. Hat er direkt gelöscht, hat er gesagt, nee, auf gar keinen Fall, das mache ich nicht. Von der Beziehung preisgeben können oder sonst was, weil so, er hatte die Möglichkeit, aber er hat es nicht gemacht. Und allein dieser Fakt so zeigt doch einfach, dass was in unserer Beziehung vorgefallen ist, einfach ein paar kleine Fehler waren und nichts, was dieser Beziehung schaden könnte, weil so ganz ehrlich... Im Endeffekt gehen wir mit sehr, sehr viel Positivem aus dieser Beziehung raus. Das ist auch wichtig, dass ihr das ganze Positive auch mitnehmt. Wichtig, gut. Immer die negativen Seiten, auch aus der negativen Seite auch Positives rausziehen. Habt ihr gut gemacht. Gut gemacht. Wir haben selber gemerkt, dass wir ab jetzt immer über unsere Fehler oder über unsere Auseinandersetzungen reden müssen und alles mal direkt klären müssen und nicht in uns hineinfressen müssen. Aber das ist jetzt auch nicht das Thema. Grüße gehen raus an alle Girls, an alle Insta-Models mit Verifizierungshaken, die mir auf Insta geschrieben haben. Ich küsse euer Herz.
aber ich liebe sie trotzdem immer noch und das wird sich niemals ändern. Falls ihr wissen wollt, was es mit dem Ganzen hier auf sich hat, dann lasst einfach ein Like da, lasst ein Abo da und ja, kauft ihr Album, das war wie gesagt ein Promo-Move. Ja, safe. Ihre erste Single kommt morgen, Fremdgeherin. Ja. Anders unangenehmes Ende. Auch diese Aussage, es haben sich bei ihm noch nie so viele Mädels gemeldet und auch diese ganzen, was hat er gesagt? Verifizierten Instagram-Models? Ihr braucht mir jetzt nicht mehr schreiben. Hey, an die verifizierten Instagram-Models, ihr braucht mir nicht mehr schreiben. What? Oh Gott, sie wächst. Oder? Wir direkt klären müssen und nicht in uns hineinfressen, auf Insta geschrieben haben. Models mit Verifizierung raus. An alle Girls, an alle Insta-Models mit Verifizierungshaken, die mir auf Insta geschrieben haben. Ich küsse euer Herz, aber ich liebe sie trotzdem immer noch und das wird sich... Oh Gott! An alle Insta-Models mit Verifizierungshaken, die mir geschrieben haben. Ich küsse euer Herz. Ach du Scheiße. Ja, also Siebex und Ellie, ich wünsche euch für eure Beziehung alles Gute, viel Glück und ja, zieht auf jeden Fall durch. Ja, ich freue mich schon auf die Reaktion von Ellies Mutter auf jeden Fall. Ja, ja, was soll ich sagen? Also, interessantes Thema. Ja, ich wünsche euch viel Glück. Was denkt ihr darüber? Ich denke, sehr schwierig, dass sie es überhaupt nicht in die Öffentlichkeit gezogen hat. Sehr schwierig. Ja, checkt bei Siebex gerne aus, wenn ihr mehr von ihm sehen wollt. Checkt seinen Kanal aus. Küsse gehen raus an die beiden.